Und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Projekt auf diesem Kanal. Wir spielen Agrarian's Geist 2. Wurde sich auch gewünscht. Oder das heißt, wurde sich gewünscht. Wurde halt auch in den Kommentaren geschrieben, weil ich hatte in der letzten Blast-Off-Folge gefragt, was denn gewünscht wird. Und ich habe gesagt, ich würde gerne Agrarian's Geist 2 zeigen. Und es wurde gesagt, dass das auch geguckt werden würde. So, das heißt, wir fangen natürlich an mit Agrarian's Geist 2. Natürlich, wie immer, Skyblock HQM-Modus. Ja, und da fällt das erste Holz schon runter. Ne, doch nicht. Sehr gut. So. Wir spielen auf der Default-Map. Es gibt auch noch eine, da ist ein Haus drauf und so. Das würde ich aber jetzt nicht unbedingt gerne machen. Deswegen, ich spiele auf der Default-Map. Ganz normal. Und ja, Vainmider und so gibt es hier nicht. Natürlich nicht. Agrarian's Geist ist ein bisschen, ja, auch eigentlich ein, ja, nicht unbedingt härter, aber etwas schwieriger. Skyblock. Aber halt auch mit HQM und so, weil ich natürlich immer feier. Ich wollte gerade sagen, kommt hier vielleicht irgendwann mal ein Sapling noch raus oder so? Nee, ne? Hast keinen Bock zu, ne? Ich sehe das schon. Ach, warum auch? Da komme ich nicht dran. Doch. Ich weiß, man könnte auch Quooks bauen, aber gleich. So, wir haben ja erst die Quest fertig, weil wir müssen ja in der ersten Quest Holz haben. Dann müssen wir erstmal hier das machen und dann müssen wir uns... Hä? Habe ich da schon. Danke. Wir nehmen uns die Picke und fertig. Und dann geht halt los mit Stencil Tables und so weiter. Dann erstmal würde ich gerne ein paar Slabs bauen, ein bisschen größer bauen hier. So. So, das übliche erstmal ein bisschen größer bauen. So. Dahinter vielleicht auch noch. Ja, das war jetzt mal schön daneben. Ist ja klar. Stufen muss man immer ein bisschen aufpassen. Wäre jetzt günstig, wenn ich direkt runterfallen würde. Da würde ich direkt kotzen. Würde ich direkt nochmal neu machen. So. Kann man die hier wieder zusammenbauen? Nein. Okay. Sticks können wir jetzt natürlich keine machen. Schade aber auch. Was ist das? Achso. Dann machen wir dann noch ein bisschen größer direkt. So viel wie wir noch haben. Ist immer gut, etwas größer zu bauen oder größer zu machen. So. Jetzt haben wir noch drei, die haben wir hier hin. So, dann wollen wir noch den nächsten Baum hier anpflanzen. Mit ein bisschen Bone Meal. So. Weiter geht's. Wir sollten uns auf jeden Fall erstmal Quooks machen. So. 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 So muss das. Ui. Der kam unerwartet, Entschuldigung. Der kam unerwartet. Der Nieser. Der kam wirklich unerwartet. Jetzt ist mein Ohr wieder frei. Auch schön. Auch schön. So. Gehen wir jetzt mal ein paar Saplings raus. Weil, wer X Nilio kennt, ne, braucht man. Natürlich. So. Dann hacken wir den Baum auch mal um. Dann werden wir uns schon mal Barrels machen, damit wir mehr Dirt kriegen. So. 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 Dann brauchen wir Slabs. Und dann brauchen wir natürlich ein paar Barrels. So. Die schmeißen wir mal, ich würde sagen, hier hinten irgendwo hin. Kann man die hier dran bauen? Ah, okay.
Auch schön. Machen wir es doch so erstmal. Ja, jetzt haben wir keinen Platz mehr, war klar. So, wir können aber einen schon mal eigentlich mit Erde machen. So, nächste. Wir brauchen mehr Holz, wir brauchen mehr Saplings, wir brauchen alles. Natürlich. Am Anfang geht das natürlich ein bisschen langsamer, wisst ihr ja auch von Clouds of Darkness und so. Dass es gerade am Anfang ziemlich langwierig ist, gerade das ganze Gesifte. Und ich werde auch wahrscheinlich ein bisschen neben der Aufnahme machen. Also gerade die Siften oder so. Definitiv. Ich könnte davon ausgehen. So, das waren jetzt aber nicht viele Saplings, Freunde. So. Da waren jetzt aber wirklich nicht viele Saplings. Das war frech. Frech, frech, frech. So, dann geh du mal da hoch. Danke. Den noch. Sehr schön. Da haben wir schon den zweiten Dirt. So muss das sein. Wollen wir das mal weiter ausbauen hier. So. 48. Ja, boah. Ich mache mal drei frei eigentlich, ne? Das heißt, eigentlich kommt der hier hin. Da bist du... Ich habe 9 Erde? Wo habe ich denn jetzt 9 Erde hergekriegt? Okay. Kam jetzt... Nee, da kommt keine 9 Erde raus. Oder ich habe Erde noch gehabt vom Anfang, also man Erde kriegt. Das könnte auch sein. Das könnte... Würde ich jetzt nicht verneinen. Aber es könnte sein. So. 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 Jetzt kriege ich auch noch mit Steam eine Nachricht. Entschuldigung. So. So, alle drei mal wieder anpflanzen. Müssen wir noch mehr haben, natürlich. Um mehr anzupflanzen. Ich habe das aber auch, ne? Und ich sehe gerade, wir sollten mit dem nächsten Holz, sollten wir uns Tinkers Konstwerk machen, weil wir können dann die Axt bauen, eine bessere. Und jetzt kommt das Problem, die können alle hier spawnen, ne? Natürlich. Wir haben nämlich keine Torches. Noch nicht eine. Gut, aber wir müssen ja, als nächstes müssen wir die machen alle, okay? Das heißt, wir werden jetzt mal den Baum ja pflanzen, wachsen lassen und dann gib ihn. So, dann werden wir uns mal gleich die Tinkers Construct Sachen machen. So gut, so weit wie es geht, damit wir weiterkommen. So. Ganz wichtig ist natürlich dann Strings bald zu haben, schnell. Damit wir uns die Sift, den Sieve machen können. Natürlich. So, Baum ab. Jetzt wird es natürlich dunkel, das ist natürlich ein bisschen doof. Ich hoffe, ihr seht genug. Ich hoffe es. Ich hoffe es. So. 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 Jetzt geht los. Ich brauche erstmal... Einen muss ich überlassen, ne? Und war einer, glaube ich, ne? So, wir müssen natürlich erstmal Sticks haben. Für die Patterns. So. Dann brauchen wir ein Crafting Table damit. Genau. Hallo? Dann das. Stencil Table, genau. Dann brauchen wir noch eine Kiste. Pattern Chest. Und das Ding, ne? Genau. Haben wir jetzt alle? Jo! Sehr geil. Da brauchen wir Tools. Flint Axehead, okay. Dort kriegen wir hin. Tool Station. Part Builder.
So, dann gucken wir mal. Passt erstmal Stencil Table. Dann die Chest, dann der Part Builder, dann das Ding. So, dann kommen die hier rein. Das war aber falsch. Oder? Komisch, warum sehe ich die Kiste nicht? Egal. Wir brauchen Exit. So, dann brauchen wir. Flints haben wir noch. Gut. Dann haben wir das. Und dann haben wir das. So. Dann haben wir hier schon fertig. Dann nehmen wir mal. Vier Eier erstmal. So, das haben wir auch. Sehr gut. Da müssen wir was killen. Da brauchen wir Silkworm. Crops. Okay. Da kriegen wir Methog. Sheeps, okay. Kühe. Ja gut, Crops gehen einfach. Relativ, kann man so sagen. Crops gehen ja einfach. Wenn wir Holz hätten. Aber gut. Haben wir gerade nicht. Wir haben gar kein Holz, ne? So, frech. Die brauchen wir gerade noch nicht. Die schmeißen wir mal kurz weg, die Sachen. Die auch. Obst behalten wir mal. Die kann auch noch weg. Guck mal, wir haben sogar zwei Questbücher. Ja gut, weil ich einmal Dingens wahrscheinlich gemacht habe. Ich muss hier erstmal aktivieren wieder. Die Quest. Muss man ja immer mit HQM Quest enablen. Da kriegt man meistens ein Buch. Machen wir erstmal wieder abkuchen hier. Sehr gut, mit dem Weidenstab. Sieht ja ehrlich so aus, ne? Der sieht ja aus wie so ein Weidenstab, das Ding. So. So. Da ist ein Silkworm, sehr geil. Sehr cool. Dann können wir uns eigentlich den nächsten Baum schon mal mit Strings machen. Sehr gut. Dann haben wir nämlich die eine Quest, glaube ich, auch schon fertig, oder? Ne, noch nicht ganz. Da brauchen wir erst einen String. Okay. Da würde ich sagen, wir hauen den nämlich weg und den nach vorne lassen wir wachsen. Und da hauen wir einen Silkworm rein. Dann haben wir da auch schon mal. Ich hoffe nur, ihr hört den Ventilator nicht im Hintergrund. Den habe ich ganz leicht eingestellt nur. Aber sonst würde man kaputt gehen hier. Wir haben Donnerstagabend, sind locker 30 Grad draußen, wenn nicht sogar mehr. Also hier geht man ein. Komm, wachse. Danke. So, dann schmeißen wir mal einen Wurm rein. Sehr gut. So, dann haben wir ein bisschen Holz. Das heißt, wir können uns jetzt mal kurz einen Stick machen. Denn wir können dann hier da Dinge zusammenbauen. Die Axt. Damit und damit. Und dann haben wir eine Flint-Hatchet. Sehr gut. So wollen wir es. So, und ich würde sagen, wir bauen jetzt noch ein bisschen weiter die Plattform aus. Ich hoffe für neue Bäume. Ein bisschen Dirt haben wir ja noch. So. So. Hallo? Achso. So. Jo, war klar. Der hat erstmal wieder versägen. So, zwei breit sollte erstmal reichen. Aber wir haben jetzt eine Axt. Mir geht um einiges schneller. Alles. So, dann haben wir schon mal ein bisschen was geschafft. Wir haben eine Axt. Ist ja schon mal was, hat nicht jeder. So, dann brauchen wir die Erde. So. So, dann haben wir sechs Bäume. Das ist eigentlich schon mal okay. Würde ich fast sagen. Weil die könnten wir theoretisch noch pflanzen hier vorne. Die auf jeden Fall. Den will ich nicht pflanzen, weil sonst springt das über. Und das will ich nicht. So. Der ist schon infestet. Sehr schön. Das hat schon mal was.
Sehr gut. Der ist nämlich auch infestet da vorne schon, der auch. Ja, it spread it. Dann kann ich das schon abmachen. Und da haben wir schon den String. Den benötigten. Sehr gut. Dann nehmen wir uns Sugarcane oder normale? Ich wäre erstmal für normale. Komm. Und wir haben einen Sheep. Hier ist auch mit Bedacht Tiere zu genießen. Die sind gefährlich. Kann ich euch jetzt schon mal sagen. Die greifen einen an, die Tiere. Aber da zeige ich euch dann, ja. So, das heißt, wir haben Seeds. Wir haben noch kein Wasser. Ergo bringt das sowieso noch nichts. So, was haben wir noch? Haben wir noch Neues gekriegt? Ja. Natürlich ein Sieve. Sky Farm. Da ist der Planter, okay. Storage Wars, Mob Hunter. Pointy Sticks. Ach, Punji Stick und Barrikade, okay. Okay, okay, okay. Das müsste Blood Magic sein. Sehr gut. Bienen. Applied Energistics. Ah, das geht schon. Das geht schon rund hier. Achso, Cobblestone muss man jetzt machen. Ah, da kriegt man einen Rainmaker, genau. Den braucht man nämlich. Auch. Du bist noch nicht fertig. Du auch noch nicht. Du bist fertig. Da ist auch ein String drin gewesen. Sehr gut. Da nicht. Ganz schön frech. Da auch nicht. Ma. Da ist auch frech sowas. So. Was brauchen wir noch? Ja, Bäume eigentlich. Das heißt, wir könnten eigentlich die Bäume hier machen. War klar. Wir haben aber noch zwei. Das heißt, wir können uns noch eine Krug bauen. Sehr gut. So. So, und dann geht's hier weiter. Aber wie gesagt, am Anfang ist es ein bisschen noch ein bisschen langweilig, denn so ein, gerade die Skyblock-Dinger. Aber mit der Zeit, wenn dann die Automatisierungen kommen und so weiter, wird das wieder lustig. Vor allen Dingen weiß ich, dass bei Arabian Skies die Quests sehr lange gehen können. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Und ich fand den ersten Teil fand ich richtig geil. Den hab ich auch durchgezockt. Aber im Singleplayer. Und den fand ich richtig Premium. Muss ich sagen. Also den fand ich richtig geil. Hat nur sehr lange gedauert. Ich weiß gar nicht, wie lange ich gebraucht habe, bis ich den durch hatte. Ja, das war richtig elendig lang. Also das war nicht mal eben kurz innerhalb von, keine Ahnung, eine Stunde oder so. Also das waren schon ja, mehrere Wochen. Wenn nicht sogar einen Monat, ey. Das war richtig lang, die ich gebraucht habe. So, der sieht gar nicht mal so schlecht aus. Könnte schon mal noch einen Dirt machen. Wir haben noch einen Wurm, das ist gut, den können wir mal reinschmeißen. Holz. Holz könnten wir eigentlich direkt wieder investieren in größer bauen eigentlich. Erstmal, bis wir hier, ich sag mal, so eine kleine Grundlage geschaffen haben. Entschuldigung. Ja, ich habe schon mal in die mehreren Folgen, habe ich glaube ich schon mal erwähnt, Erkältung, Sommer, gleich Kacke. So, das soll eigentlich erstmal reichen, oder? Komm. So, gib mir Strings. Ich brauche Strings. Gib mir Strings, sauber. So muss das sein. Strings, Strings, Strings. Du bist noch dabei? Oh Mann, das war's. 12 habe ich schon, immerhin. Habe ich schon mal ein Silk Mesh. Das ist schon mal okay. Können wir vielleicht sogar schaffen, dass wir den Sieve noch kriegen.
Na komm. Schon wieder zwei. Drei. Na, da kommen aber viele raus. Vier. Oh. Das ist uncool. Das ist aber uncool. Sieben habe ich jetzt. Verdammt, ich habe nur drei. Na dann. Holz mal kurz ein Bäumchen ab hier. So. So. Weg mit dir, du kleiner Baum. So, so, so. So, ich weiß gar nicht, wie habe ich eigentlich hier eingestellt? Ah, passt. Alles klar, ich habe nichts gesagt. So, eine Kuh. Die möchte ich jetzt gerne noch fertig kriegen. Den Sieve. Ich glaube, wir sind schon fertig. Sieht auf jeden Fall gut aus. So. Ein paar Würmchen haben wir auch noch. Das schon mal passt schon mal. So, dann wollen wir jetzt das Sieb bauen. So, so. So war das, glaube ich, ne? Sehr, sehr geil. Haben wir das auch fertig? Ach ja, da müssen wir jetzt wieder Stones haben. Das heißt, wir stellen mal hier hin. Wir werden da schon mal eine Erde durchjagen. Sehr geil. Und da haben wir die Quest fertig. Sehr gut. Dann werden wir uns den Crossbow nehmen, weil wir den Dingens schon haben. Sehr gut. Haben wir schon Steine. Und dann haben wir eine Basic. Zeig mal. Okay. Was ist das? Custom NPCs. Was kann das? Hi, 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 hi. Ich habe keine Ahnung. Egal. Das war's aber auch erstmal mit der ersten Folge. Und wie immer sage ich zu euch, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da. Ansonsten wieder einen schönen Tag, einen schönen Abend, wie auch immer. Wir sehen uns zum nächsten Mal bei einer Runde Agrarian Skies 2. Tschüssingen.